Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Ruhrpott Basics. Wir wollen uns heute kurz mit der Verhältnismäßigkeitsprüfung beschäftigen. Verhältnismäßigkeitsprüfung. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, meine Damen und Herren, ist die basalste Regel, die es im öffentlichen Recht gibt. Alle Maßnahmen von Hoheitsgewalt werden in jedem Falle am Ende immer auf ihre Verhältnismäßigkeit geprüft. Und das ist einer der wichtigsten Korrekturmaßnahmen für möglicherweise eigentlich ja rechtmäßige, aber dann doch irgendwie merkwürdige Maßnahmen. Und also muss jeder Planer, der hoheitlich planerisch tätig wird, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit prüfen können. Und das passiert in 4 Schritten. Erstens, Sie brauchen ein legitimes Ziel für Ihre Maßnahme. Die Maßnahme muss zur Verfolgung eines legitimen Ziels dienen. Ein legitimes Ziel ist ein Ziel, das jedenfalls mit der Rechtsordnung vereinbar ist. Zweitens, die Maßnahme muss geeignet sein, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, die Maßnahme muss mit hinreichender Aussicht auf Erfolg das Ziel erreichen können. Drittens, die Maßnahme muss erforderlich sein. Das heißt, von allen gleichermaßen geeigneten Maßnahmen muss die Maßnahme gewählt werden, die die Rechte der Bürger am wenigsten beeinträchtigt, das mildeste geeignete Mittel. Deshalb nennen wir diese Prüfungsstufe Erforderlichkeit auch Übermaßverbot. Sie dürfen nicht übermäßig in die Rechte eingreifen, also nicht so in die Rechte der Bürger eingreifen, wie das zur Erreichung des Ziels gar nicht erforderlich ist. Das ist die dritte Stufe. Und die vierte Stufe ist dann die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, Zumutbarkeit oder Angemessenheit. Da geht es um die Zweck-Mittel-Relation. Selbst wenn Sie ein legitimes Ziel verfolgen, selbst wenn die Maßnahme geeignet ist, dieses legitime Ziel zu erreichen, selbst wenn es die mildeste geeignete Maßnahme ist, um dieses Ziel zu erreichen, selbst dann kann die Maßnahme noch unverhältnismäßig sein, wenn nämlich die Bedeutung des Ziels der Maßnahme in keinem angemessenen Verhältnis mehr zur Bedeutung des Eingriffs, der durch die Maßnahme bewirkt wird, steht. Wenn also Sie zur Erreichung mehr oder weniger randständiger Ziele zentrale Rechtspositionen des Bürgers in Anspruch nehmen, dann stellt sich die Frage der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Wenn Sie also etwa ein Grundstück unbebaubar machen, um dadurch ein weniger bedeutsames Ortsbild so zu erhalten, wie es ist, dann ist die Maßnahme unverhältnismäßig. Gerade der Ortsbildschutz ist so ein typisches Beispiel, wo ganz häufig die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne in Frage steht, weil Ortsbildschutz kann sich gegen Eigentumsinteressen im Wege der Verhältnismäßigkeitsprüfung nur durchsetzen, wenn Sie ein ganz besonders wertvolles Ortsbild zu schützen haben. Nicht im Normalfall, wenn es zwar typisch ist, aber eben so typisch, wie die Ortsbilder anderer Orte eben genauso auch typisch sind. Das ist nur ein kleines Beispiel. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 4 Stufen. Erstens legitimes Ziel, zweitens geeignetes Mittel, drittens erforderliches Mittel, Übermaßverbot, viertens Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne oder Angemessenheit oder Zumutbarkeit. Herzlichen Dank. Danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da.